Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, heute wieder im Vlog-Format. Wir nehmen euch heute wieder auf unsere Rasenfläche mit. Jetzt in den letzten Tagen ist es deutlich trockener geworden, deshalb werden wir heute den Rasen bürsten. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, bleibt auf jeden Fall gerne dran. Wie sieht es nun aktuell auf unserer Testfläche aus? Wir haben den Rasen hier jetzt schon mal gemäht, wir haben auch gekalkt und haben den Rasen auch gewalzt. Das nächste Problem, was wir haben, ist, dass sehr viele Ungräser, also einfach Gräser, die wir nicht im Rasen drin haben wollen, dann auch Unkräuter und Moose im Rasen drin sind und die wollen wir nun raus haben. Das Problem ist, dass die einfach quer über dem Rasen verteilt wachsen und da ist ja natürlich jetzt der nächste Schritt, einfach den Rasen zu bürsten. Wie gehen wir nun ganz genau vor? Wir möchten jetzt einfach die ganzen Moose, Unkräuter, Ungräser auf dem Rasen aufstellen und damit nehmen wir jetzt einfach eine Bürste und bürsten über den Rasen drüber, sodass sich einfach die Halme nur aufstellen. Ganz wichtig, wir wollen die Halme oder auch die Unkräuter und Moose nicht rausreißen, sondern nur aufstellen. Das heißt auch, wenn euer Rasen etwas länger ist, über den Winter habt ihr ihn vielleicht nicht ganz so kurz gelassen, dann im Notfall könnt ihr auch natürlich ein Rechen nehmen und damit einfach die ganzen Ungräser, die quer gewachsen sind, aufstellen. Alternativ kann man natürlich auch die Lüfterkassette zum Beispiel von Alet nehmen oder jeglichen anderen Lüfter, den ihr zu Hause habt und damit einfach nicht zu aggressiv in den Boden reingehen, sondern wirklich nur die ganzen Halme, Unkräuter aufstellen. Wann kann man eigentlich grundsätzlich über das ganze Jahr hinweg den Rasen bürsten? Vorsichtig bürsten kann man den Rasen natürlich auch jetzt schon, obwohl es auch noch ein bisschen kälter ist. Natürlich sollte es keinen Frost haben, weil es einfach dann doch zu viel Stress für den Rasen ist. Ansonsten, wenn der Rasen wirklich schon richtig aktiv wächst, er grün ist, dann kann man auch etwas aggressiver den Rasen bürsten. Ansonsten kann man sogar empfehlen, den Rasen wirklich vor jedem Mähen einmal zu bürsten. Ein richtig cooler Effekt ist es zum Beispiel, wenn man beim Spindelmäher, wir nehmen als Beispiel jetzt diesen Alet-Spindelmäher, hier eine Bürste einbauen und damit den Rasen bürsten, dann bekommen wir noch deutlich schönere Streifen in den Rasen, weil der Rasen einfach jetzt in die richtige Richtung gebürstet wird. Und das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber grundsätzlich der Hauptgrund, warum man natürlich bürstet, ist einfach, um diese ganzen Gräser aufzustellen und danach auch wieder abschneiden zu können und somit ihr einfach keinen Wildwuchs im Rasen habt, sondern genau das habt, was ihr möchtet. Was sollte man nun noch beim Bürsten beachten? Nachdem man jetzt den Rasen einmal gebürstet hat und die ganzen Gräser aufgestellt hat, sollte man den Rasen am besten mähen. Das kann man zum Beispiel mit dem Sichelmäher machen. Da erwischt man diese längeren Gräser auf jeden Fall. Man kann es aber auch mit einem älteren Spindelmäher machen. Aber wie gesagt, wenn die Halme zu lang sind, dann eher ein Sichelmäher, also einen klassischen Rasenmäher verwenden, um wirklich auch jedes Halm zu erwischen. Weil wenn bei einem Spindelmäher die Halme einfach oder die Gräser, Unkräuter zu lang sind, dann werden die eher wieder plattgedrückt statt abgemäht. Wenn man nun regelmäßig den Rasen bürstet, hat man einfach den Vorteil, dass Moos aus dem Rasen einfach rausgeht. Unkräuter werden auch aus dem Rasen verdrängt, wie auch Ungräser. Deshalb sollte man das einfach wirklich regelmäßig machen. Jetzt aktuell, wo es noch nicht so warm ist, wir haben jetzt Anfang März, sollte man natürlich das nicht allzu oft machen, weil es einfach noch zu kalt ist und es für den Rasen zu stressig ist. Aber sobald wir jetzt Mitte März, Ende März kommen und es wärmer wird, wie gesagt, kann man das vor jedem Mähen einmal den Rasen bürsten. Zum Abschluss walzen wir nun über den Rasen, um einfach den Rasen einmal zu begradigen. Das war es jetzt mit unserem YouTube-Video zum Thema Rasenbürsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen noch zu dem Video habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ganz wichtig, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen und natürlich unseren YouTube-Kanal abonnieren.